Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Ja, schon klar. Mir wolle alle nicht riechen wie nasse Büffel unterm Arm und ein schöner Duft hilft. Aber der Mensch ist nicht gebaut für den Besuch einer Parfümerie. Sobald sich die Glastür auf die Seite schiebt, betrittst du eine Welt, in der jedes Atom Sauerstoff verdrängt ist durch das, was der Job, der Hugo Boss oder der Chanel so zusammenbrauen in ihren Labors. Du kannst nicht atmen. Die Nase streikt. Das ist, als wenn du ein Nachttischlämpchen brauchst, aber dich das grelle Licht im Lampenladen blind macht. Du fragst dich, warum zittern die hier alle so? Ach so. Oh, die fächeln sich mit deiner Papierstreife den Duft aus deiner abgegrabbelten Testflakons zu. Und während du im Baumarkt nie einen Berater findest, stürze sich in der Parfümerie innerhalb von Sekundenbruchteilen mindestens 3 extremst geschminkte Damen auf dich, fragen dich lächelnd, ob's was mit dem Hauch Bergamott sein darf. Und ja, sie sind doch mehr so der Typ für leichte Sandelholznote. Überhaupt, also bei meiner Haut müssten auch dringend hochwertige Pflegeprodukte ran. Glücklicherweise gäb's da gerade die Geschenkbox von einem französischen Hersteller mit Ode Dingsbumsen, Peeling und einer getönten Tarescreme. Ja, toll. Leider habe ich gerade keine 217,34 € passend dabei. Wiedersehen. Ich tupf mir jetzt einfach immer einen Spritzer Haushaltsreiniger hinters Ohr. Der duftet so gut, als wäre da ein Hauch Bergamott drin. Hör mir auf mit Parfümerie. Ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Guten Morgen Hessen mit FFH Mittwochsmotzer Johannes Scherer bei Hitradio FFH.